Berühre ich bloß nur ganz am Ende ein bisschen beiseite. Das Thema ist mobile Kontexte und responsive Web Design. Es ist sicherlich ein Thema, was in Trend 2012 liegt, unter anderem was Webdesigner betrifft natürlich. Es gibt viele Sachen, die dieses Jahr durchkommen, aber das responsive Web Design nimmt in Zusammenhang mit CSS3, HTML5 natürlich das große Fokus, und wir werden auch gleich sehen, warum. Ja, wir haben ganz viele Devices, die wir alle begehren und haben wollen, und wir begehren die nicht nur, wir nutzen die auch, unsere Kunden auch, und stellen 2012 alle fest, dass einiges, was vor Jahren gemacht worden ist, nicht mehr stimmig ist, nicht mehr passt, und alle wollen, dass es überall zu sehen ist und überall zu lesen. Ich mache ein paar Statistiken, obwohl ich die eigentlich nicht mag, auch bei solchen Vorträgen nicht, aber ich versuche mir ein bisschen schnell durch diese Folien zu kommen. 2007, ich nehme das nur auf, das ist ganz wichtig, weil das ist wirklich Apple gewesen, der vieles revolutioniert hat. Und die Tatsache, dass das iPhone endlich diese Mobile Safari hatte, wo ähnlich 2007 mehr oder weniger einiges oder fast alles unterstützt worden ist, was man auf ein iPhone gesehen hat, hat im Prinzip die Weichen gelegt für alle anderen dann auch. Also einen entscheidenden Punkt, Safari nicht, dass es vor keine Browser gab für mobile Geräte, mobile Endgeräte, aber das war ein Punkt, wo endlich mal einen vernünftigen, sagen wir, Browser haben könnte. Trotz alledem, trotz eben gerade Smartphone oder Tablets, will ich noch sagen, dass der Anteil, also rein statistisch, ne, der Anteil, wo die Resolution, die Bildschirmauflösung der momentanen Nutzung ist noch sehr groß. Also wir sehen, dass das meiste Anteil bekommt nur die Pixelgröße 1024x678, was aber nicht heißt, dass der Trend nicht in die andere Richtung geht, weil die Browsernutzung sehr, sehr, sehr steigt für die mobile Geräte. Also innerhalb eines Jahres, sagt diese Statistik ganz schnell aus, haben wir über fast eine Verdoppelung der Nutzung von Browser, die auf die Anfrage über die mobile Endgeräte kommt. Genauso wie ein Wert, der dieses Trends im Prinzip nicht als Mode, sondern wirklich als Faktor bezeichnet, ist, dass die Nutzung der mobile Endgeräte auch eine steigende Nutzung für die Browser dabei ist. Das heißt, ich benutze ein Telefon nicht nur, um zum Beispiel meine E-Mail abzufragen oder meinen Kalender, sondern auch wirklich um zu browsen. Und das stellt im Prinzip die Problematik für später auf. So, was für Webdesigner wichtig ist in dem Designprozess, ist, wie gehe ich vor? Und ich weiß nicht, sind Webdesigner im Raum oder seid ihr alle nur Softwareentwickler? Keine Hand hoch? Ah, eins, zwei, drei, okay, gut. Wir haben viel Arbeit für uns, so wenige gibt. Genau, der Ansatz war durch die Jahre hinweg immer sehr unterschiedlich, so dass wir jetzt sagen können, wir haben jetzt verschiedene Ansätze, Prozesse parallel am Laufen. Wir haben angefangen zu sagen, wir haben ein fixes Layout. Ne, unter dieses Begriff versteht man immer etwas, was sich nicht bewegt. Es ist fix, es hat eine feste Breite und kann man nichts machen. Wir haben adaptive Layout-Prozesse, in denen man sagt, okay, ich mache ein fixes Layout, aber gleichzeitig versuche ich das
für mein mobiles Endgerät ein anderes Layout zu machen. Das ist adaptiv, das heißt, ich kann nicht ein Layout benutzen, ich muss mehreren. Ich habe das Layout, die Möglichkeit, ein Layout fluid zu machen, also im Prinzip ist dehnbar, ne? Damit habe ich aber wiederum auf bestimmte Geräte auch ein Problem. Ich habe einen Ansatz, nur mich auf die Apps, auf die mobile Geräte zu konzentrieren, damit musste ich aber andere weglassen. Und ich habe das Responsive. Und auf das Responsive komme ich rein in Zusammenhang mit dem Breakpoint. Wie gesagt, das pixelbasierte Layout fliegt im Moment wirklich raus. Ich will nicht sagen, das ist tot. Aber wenn man jetzt für einen Browser ein komplettes fixes Layout gestalten möchte, muss ich wissen, dass ich auf die mobile Endgeräte eine andere Lösung definitiv suchen muss. Eine Webseite hat am Anfang eines Designprozesses auf jeden Fall heutzutage die Frage, ich muss etwas schaffen, was in eine wirklich große Spanne da reinpasst, also zwischen 240 Pixel und 2560 ist echt eine Herausforderung, ein Layout so dehnbar zu machen und so viele Informationen da reinzubringen, dass es dann auch gut und sinnvoll ist. Nicht nur gut aussieht, aber auch sinnvoll ist. Sorry, ich bin zurückgegangen. Ja, ich nehme ein Beispiel, ne, von so einer großen Seite. Da hat jemand sich gedacht, ah, oh, ich habe so eine schöne breite Fläche, da kann ich mich austoben und kann ich alles möglich da reinpacken und alles ist gut und jeder findet was und so kann man machen. Hier sehen Sie aber in dem Fall auf ein Problem gestoßen. Wie kann ich, mach mal kurz zurück, ne, wie kann ich von einem ganz normale Browser-View, also Desktop-Browser, auf mein Endgerät irgendwie rauskommen. Und hier hat man im Prinzip das adaptive System, was ich vorher erwähnt habe. Hier hat man adaptiv anderes Style-Sheet im Hintergrund laufen lassen mit einer Abfrage, bist du jetzt mein mobiles Endgerät, Abfrage, hole mich ein anderes Layout, gib mir das aus, das ist das Ergebnis. Kann man jetzt nicht sagen, dass es jetzt schlecht ist. Ich finde auch, die Information ist reduziert, ist in Ordnung. Ich habe aber mit diesem System ein kleines Problem. Wenn ich jetzt meine Reservation mache und schicke meinem Freund meinen Link, mobile southwest.com, bekomme ich das als Link in meinem Browser zu sehen, wie in dem rechten Fenster. Das heißt, die Verbindung ist nicht mehr da. Er greift nicht mehr auf die richtige Anwendung im Browser. Ne? Das ist der adaptive Ansatz. Durchaus sinnvoll. Ich will alles nicht sagen, alles in die Tonne, auf keinen Fall. Man muss nur wissen, wo die Grenzen von diesem System sind. Deswegen jetzt ein bisschen der Spruch. Und es ist nicht gesagt, dass es besser wird, wenn es anders wird. Wenn es aber besser werden soll, muss es anders werden. Okay, deswegen ist Responsive Web Design eine Mischung von, was ich bis jetzt erzählt habe. Es ist adaptiv auf jeden Fall und es ist fluid. Das heißt, ich versuche, ein Browser flexibel und gerätesunabhängig dem Design zu gestalten. Um das zu machen, muss man als Webdesigner erstmal sowieso nicht alleine, weil ich denke, die Teams sind immer viel wichtiger, auch mit der Softwareentwicklung. Man muss ein bisschen umdenken. Ich muss sozusagen schon ein bisschen voraus umdenken, was ich erreichen möchte und wie viele Systeme ich bedienen will. Deswegen greife auf Responsive Web Design als solches nicht als eine Technik, die im Hintergrund was zu machen hat, die ich benötige, sondern ich muss umdenken im Sinne von, es ist eine Methode, wie gehe ich an dieses Ding ran. Sorry, wieder zurück.
Ich starte immer mit ein Raster. Das ist ganz wichtig. Mein Raster ist auch pixelbasiert. Das Problem, dass es das pixelbasiert wird in ein responsive Web Design, wenn ich das umsetze, umgerechnet, so dass ich von meinem Pixel, also pixelbasiertes Layout nur, ne, das ist vielleicht das Einzige wirklich zu verstehen, nur prozentual umberechnen, so dass meine Skalierung im Browser leicht erfolgen kann. In diese Planung, in diesem Umdenken muss ich eben diese prozentuelle Skalierung im Griff haben. Ich muss die sogenannte Breakpoints denken, das heißt, wo bricht ein Device um, also spricht iPhone bei 320 im Porträt Ansicht, 480 in Landscape und so weiter hoch nach oben, 600 mal 800 für iPad Porträt und Landscape und so weiter und so fort. Das sind die Breakpoints, wo ich dann bestimme, ab welchem Punkt, ab welchem Breakpoints mein Layout sich dann runterrechnet und ein bisschen anders aussehen kann. Und da kommt responsive wirklich als Begriff reagiert. Also wo reagiert mein Design auf das Gerät? Das ist im Prinzip wirklich das das Herz von responsive Web Design. Das ist alles natürlich möglich jetzt so umzusetzen, weil erstens HTML5 da ist, CSS3 und die Media Queries. Eine der großen Eigenschaften hier drin ist die Max Width, die jetzt unterstützt wird. Ich werde das euch gleich zeigen. Am besten hole ich auch jetzt die Beispiele, weil das ist schon fast zu viel, Theorie. Mal gucken, ob ich mit dem Browser zurechtkomme, mit der View. Also, so kann ich das wahrscheinlich gar nicht runterskalieren. Warte. Hab ein bisschen Geduld. Wie mache ich meinen Browser kleiner? Das kann ich sozusagen hier nicht skalieren wahrscheinlich. Ah, da ist es, okay. Gut. Sorry für die Verzögerung, ich bin gleich dabei. Versucht das nur zu zentrieren, ist ein bisschen blöd. Die Zeit habe ich noch, Christian, oder? Die Zeit habe ich noch, oder? da sieht man doch schon was. Genau, sehr schön. Gut. So. Ups. Sehr, sehr schwierig. Habe ich damit nicht gerechnet. Gut, jetzt habe ich zum Beispiel ein Layout umgesetzt, wo ich laute Spalten und die ich danach mit Content füllen und so weiter und so fort. Und in eine CSS-Datei habe ich im Prinzip nur gesagt, ich habe jetzt den Beispiel nur auf drei Breakpoints gebracht, eine neue Eigenschaft dazu, die zum Beispiel jetzt nur die Hintergrundfarbe ist. Ne? Das heißt, jedes Mal, wenn ich skaliere, ne, hier findet mein Browser den ersten Breakpoint, das ist wahrscheinlich 800, 600 habe ich definiert. Das heißt, wenn ich ein Tablet meine Seite ansehe, ist die plötzlich grün und nicht mehr schwarz. Das ist jetzt nur das Gleiche, kann natürlich mit alle anderen Elemente passieren. Bis hin, dass ich zurück auf den Breakpoint 480 gehe und das gleiche Layout jetzt nur rot. Es hat sich nicht nur die Farbe geändert, sondern ich habe damit auch erreicht, dass meine ganze Positionierung von meinen ganzen Elementen sinnvoll auch in der Skalierung auf die unterste Pixelbreite sinnvoll zusammenkommen. Das heißt, nicht die ganze Seite skaliert auf einmal, sondern die Elemente, ihr werdet sehen, wir haben
die zweite Spalte oder die dritte Spalte hat die dritte Zeile hat vier Spalten. Die kommen im Prinzip einfach untereinander und nicht nebeneinander, ne? Ich zeige noch ein Beispiel, der noch ein bisschen schöner aussieht. Also hier haben wir auch eine Seite mit Navigation. Im Prinzip das Gleiche, nur ein bisschen noch aufgebaut, dass ich sogar die Navigation, jetzt kann ich das leider nicht so richtig strecken, wie das aussehen würde. Breche ich das aber langsam auch herunter. Wir sehen diese Farblichkeiten, zieht mit. Wir sehen interessanterweise, was man damit zum Beispiel mit der Navigation erreichen kann. Ne? Je kleiner ich jetzt gehe, ne, erreiche ich, dass mein Layout immer schön aussieht. Ne? Das war der Breakpoint. Was habe ich da getan? Ich habe rein mit Stylesheet damit erreicht, dass meine Navigation zentriert ist, nicht mehr rechts positioniert. Meine Unterpunkte der Navigation habe ich sogar gesagt, die brauche ich nicht, das wäre auf ein iPhone, ja, wäre viel zu viel. Ich muss auch mit Content umgehen können und ein bisschen reduzieren. Gehen aber Informationen nichts verloren und in der Sicht, in der iPhone-Sicht, habe ich im Prinzip auch alles da, dabei und sogar meine Bilder, die ich hintereinander gepackt habe und so weiter und so fort. Das wäre eine View in den iPhone. So, das war eine ganz kurze Darstellung, wo war ich denn jetzt hier, um zu sehen, was passiert mit einem wirklichen Beispiel, was passiert mit Responsive Web Design. Also ich habe die Media Queries benutzt, ne, das ist im Prinzip die Abfrage, Gott sei Dank, die sind implementiert worden in CSS 3 2010, werden auch wirklich von alle Browser. Ja, ich hoffe, ich kann das sagen. Ja, Media Queries wird von allen Browser unterstützt. Hier ist ein Link dahinter, ihr könnt danach in den Folien gucken. Da kann man sehen, ob wirklich noch Browser gibt, die das nicht unterstützen. Das ist das Schöne daran, wir können sozusagen entwickeln mit der Sicherheit, dass es funktioniert. Und die Media Queries sind nichts anderes als, also wer reguläre Ausdrücke benutzt, würde damit wahrscheinlich ganz gut klarkommen, weil das sind reine, ja, logische Ausdrücke in dem Fall, wo ich an einen Mediatyp, ne, in dem Fall habe ich jetzt Screen, meine Device-Große definiere. Und kann ich auch noch weitere zusätzliche Attribute mitgeben. Und auf diese Definition der Media Queries reagieren die Browser und ermögliche genau das zu machen, was ich in den Beispielen gezeigt habe. Ich gehe ein bisschen noch auf ein Thema zurück, was damit zusammenhängt, ist Mobile First. Es gibt der Autor, diese Look, wie spricht man das aus? Wrobleski, hat auch ein Buch erfasst über Mobile First. Das ist wieder ein zusätzlicher Ansatz für mobiles, für responsive Web Design, weil man vorher gesagt hat, ich mache eine Webseite und danach gucke ich, wie meine Seite auf die kleineren Device aussieht. Hier geht der Ansatz ganz anders. Das heißt, ich muss überlegen, ganz einfach von der kleinsten Version aus zu denen auf die Desktop-Version. Das heißt, Mobile First beschäftigt sich wirklich mit kleinen Plätzen, kleinen Räumen, wo ich trotzdem Informationen zur Verfügung stellen muss. Deswegen habe ich geschrieben, für die Wirklichkeit gestalten. Das heißt, ich fange von unten an und dehne das sozusagen auf die andere Browser. Unter Guide versteht sich auch in dem Fall einiges noch zu berücksichtigen, dass die Touchscreen, anders als wenn ich jetzt einen Browser über die Tastatur bediene, an einigen Stellen
Anforderungen mitbringen, das wissen wir von vielen Apps, die an der Basis stecken. Das heißt, wenn ich ein Login oder eine Search eintippen muss, ich muss mit meinen dünnen, dicken Finger das natürlich treffen. Das heißt, ich muss irgendwie auch gewährleisten, dass, wenn ich jetzt Mobile First denke, auch an diese Abstände, wo treffe ich auf mein Touchscreen natürlich, was ich gerade erreichen will. Da gibt's ein paar, es gibt zum Beispiel von Android, da steckt auch der Link dahinter, glaube ich, ist hier gut zu sehen. Ich rufe jetzt meine Seite nicht auf, weil es so schlecht lesbar. Android hat zum Beispiel das Design-Style für App im Netz gestellt. Da kann man wunderbar daraus alle Informationen nehmen, welche Abstände solche Sachen haben muss, damit man auch in den eigenen Layout das umsetzen kann. Ist ein sehr, sehr hilfreicher Guide. So, das ist Mobile First. Hat den Anspruch, sich mit den wichtigsten Inhalten erstmal sich zu beschäftigen. Ein guter Beispiel ist, wenn man zum Beispiel die Flickr-Seite nimmt oder so im Browser und in den iPhone-Vergleich, wo man genau sieht, eine Seite hat im Browser wahnsinnig viel Information, hat aber auf den iPhone ganz gering und nur das, was der Kunde auch sucht, wie zum Beispiel, lade mein Bild sofort hoch oder welches ist das neueste Bild, was gerade hochgeladen ist. Ne? Das heißt, da muss man sich auch ein bisschen umdenken, genau wie mit Informationsarchitektur muss man sich ein bisschen beschäftigen. Muss man auch für diesen Ansatz berücksichtigen, dass die Netzverbindung zu mobilen Endgeräten natürlich langsamer ist. Ich kann keine großen Bilder hochladen und erwarten, dass die Ansicht identisch ist auf mein iPhone oder auf mein Rechner. Ich muss immer gewährleisten, dass es die Geräte gedreht werden, was ich mit meinem Computer nicht mache. Die Idee dahinter ist wirklich ganz basic anzufangen, also wirklich die wichtigste Information zuerst, die reine Typografie, die reine Farbe zuerst und alles andere wirklich nach oben ausdehnen. Es gibt Tools auch im Web, wo man das erstmal emulieren kann, was andere machen und wie ich testen kann. Screenfly ist eine davon. Man kann eine URL eingeben. Es ist nicht 100%, funktioniert nicht immer 100% richtig, aber da kann man wunderbar die eigene Seite gleich testen und sehen, oh, okay, hatte sie recht oder auch nicht, das kann ich euch empfehlen. Den Link ist gleich dahinter, zeige ich euch. Weiß ich nicht, ob ich jetzt wirklich diese Links für euch aufrufe, weil mit dem Browser so blöd ist. Doch, das mache ich jetzt. Habe ich noch Zeit? Nein, nicht ganz. Doch, habe ich noch Zeit. Also genau, erstmal eine ganz große Bibliothek, ganz wichtig, eine ganz große Bibliothek, wo man genau diese ganz, ganz viele Beispiele von Responsive Web Design finden kann. Die werden täglich, weiß ich nicht wie viele, hochgeladen von Seiten, die so realisiert worden sind und wo man genau das Thema wirklich noch tiefer sich zumute bringen kann. Hier ist übrigens, was ich vorher gesagt habe von Android, dieses Guide, ne, wo ich genau sehe, welche Breite brauche ich für einen Button, welche Abstände vom Button zu Input Feld und so weiter. Also sehr, 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 sehr nützlich. Aber was ich euch sage, genau, das war die eine Seite, die relativ früh in Responsive umgesetzt worden ist. Man hier genau so ein ähnliches Beispiel sieht, wie ich das euch vorgezeigt habe. Das ist leider mit dem Bildschirm blöd. Ne? Hier sieht man, wie alles im Prinzip genau diese Elemente mit den Bildern runtergeschraubt werden. Und ein Gegenbeispiel
von, was habe ich denn responsive und nicht responsive, es ist jetzt ein blöde, gemeine deutsche Beispiel. Um zu sehen, wir haben wirklich sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Spiegel.de, es ist nicht so, dass es nicht responsive ist. Spiegel.de hat für die mobile Endgeräte, ne, hier passiert leider nicht, hier muss ich ewig scrollen. Ne, das ist der Beispiel dafür. Spiegel.de hat natürlich eine App am Ende, ne? Also sie wäre gar nicht nötig, das ist das Thema, ne? Das wäre gar nicht nötig, im Prinzip über eine App zu gehen, solange ich jetzt nur diese Form von Inhalte bringe. Haben die im Prinzip noch eine alte Seite, das wollte ich damit im Prinzip nur sagen. Den Link habe ich hinten. Es gibt der, das könnt ihr gleich googeln, ich habe den Link hinten, es gibt die Boston Globe Zeitung in Amerika. Das ist eine Zeitschrift, die genauso umgesetzt worden ist, wo man klar ist, man kann im Prinzip ohne, also App beiseite legen, alles umsetzen. Also in die Richtung gehen so langsam alle. Also ich reiß das als Neuigkeit auf für viele, für Webdesigner nicht. Aber ich glaube, dieser Ansatz von Mobile First ist extrem wichtig und sollte man das sich wirklich ein bisschen zumute geben. Also das war auch kurz. Na, das Buch kann ich euch gleich noch zeigen. Gut, komme ich zu ein bisschen Überlegungen bzw. Kritik, Überlegungen, was das Ganze soll. Für einen Webdesigner ist die Anfangsphase ein bisschen schwieriger geworden. Das heißt, diese initiale Planung ist ganz wichtig, auch mit den Kunden zu finden. Die Planung, vor allem in welchem Informationsstrang ich gehen will und dass ich den Kunden immer klar machen, auf dem iPhone können wir nicht alles haben, nicht alles lesen. Wenn ich die Seite von einem Museum aufrufe, meistens will ich in dem iPhone, weil ich unterwegs bin, wissen, wo befindet sich das, welche Öffnungszeiten, welche Ausstellung läuft gerade, gibt es eine Sonderanstellung, Ausstellung, das war's dann auch. Ich will nicht wissen, wer die Förderer von dem Museum sind, wo ich, was weiß ich noch, was finde. Also die Reduzierung auf diese Information ist der Anfangsprozess in der Umstellung auf Responsive Web Design. Es gibt auch Überlegungen, deswegen habe ich das hier noch reingenommen, diese Breakpoint auch ein bisschen zu entzerren, dass ich wirklich nicht nur nach Breakpoint arbeiten soll, das heißt, dass ich nicht nur die Media Queries nach einer feste Definition, dass ich sagen, okay, es sind alle Browser in mobile Anwendung zum Beispiel 480 breit, sondern ich sage, das ist 495. Ich nehme so ein bisschen eine beliebige Zahl, deswegen Natural Breakpoint, weil wir, ich glaube, nächstes Jahr ungefähr 55 unterschiedliche Browser haben werden. Und wenn wir das nicht, diese feste Größe, die unterschiedliche Größe haben werden, das heißt, wenn wir das nicht da entzerren, können wir gar nicht mehr testen. Das würde auch gar nicht mehr funktionieren. Trotz alledem, also Responsive Web Design ist nicht mobiles Web Design, also ist nicht Application, das ist Native. Also es ist nicht ein Ersatz, um Native-Applikationen hier zu machen. Es ist einfach eine andere Methode, wie ich meine Browser-Darstellung in alle Devices umstellen kann. Eine Kritik, ja, die gibt's auch, weil die Schatten der Vergangenheit kommen immer wieder raus. Das ist der Internet Explorer, also das ist immer ein hartes Browser gewesen, ist immer noch ab Version 9 zieht der Internet Explorer mit allen anderen mit.
alles, was da drunter ist, ist leider mit Vollberg zu betrachten. Das heißt, man muss da ein bisschen dran arbeiten, dass es da auch unterstützt wird. Also so wie der IE6 ein Trauma war für viele Webdesigner, ist jetzt da an der Stelle noch der IE ja, 7 und 8 noch, sind noch ein Problem. Aber so ist es eben, damit muss man leben. Gut, ich bin durch, die Links sind da, sind verlinkt, könnt ihr alle angucken, Fragen machen, tun. Bin fertig, Fragen. Jo, für die Fragen muss ich rumkommen, damit dann die Fragen auch mit aufgezeichnet werden können. Hebt einfach die Hand und ich komme rüber. Oder hebt auch nicht die Hand. Dann komme ich einfach so. Eine der zentralen Punkte bei Responsive Web Design ist ja auch, dass die Navigation verständlich und zugänglich ist. Auf der PwnConf in San Francisco wurde ein Beispiel gezeigt, wo man die gesamte Navigation, wie Sie es in Ihrem Beispiel hatten, erst 5 Punkte hatte, dann auf 1 Punkt mit Dropdown und so weiter. Inwieweit solche Techniken durch diese Media Queries vereinfacht werden oder durch andere Sachen wie JavaScript oder sonst was unterstützt werden müssten, wäre vielleicht noch interessant. Auf jeden Fall, also diese Luc Wobrowski, der eben diese Thematik Mobile First geschrieben hat, das Buch kann ich jedem empfehlen, es ist sehr, sehr, sehr spannend geschrieben, hat genau das gesagt, also Content First, Navigation Second. Also da geht's lang. Also ich muss mich genau überlegen, was ich mit einer Navigation mit so vielen Ebenen mache, was stelle ich da und wie kann mein User trotzdem navigieren. Die Unterstützung von JavaScript ist da. Es ist nicht so, dass es nicht möglich ist. Also das wird auch genauso dargestellt. Das muss man wirklich genau planen, ab wie viele Ebenen ich das angebe, wo reduziere ich, wo kann ich das reduzieren, wo kann ich mit einer guten Suche nur dienen und sagen, den Rest wird gesucht, wo stoppe ich die Einsage der Navigation, das kann ich im Prinzip alles steuern, mit beiden Mitteln durchaus, also es gibt, wurde ich danach vielleicht nach außen noch gefragt, es gibt eine gute Anwendung, also ein gutes Beispiel, wo genau diese JavaScript-Navigation wunderbar funktioniert. Oder kann ich in die Folien noch reinnehmen, dann kann dich jeder noch mal anschauen in Ruhe. Also ich habe zwei Fragen. Die Frage 1 ist, ob man sowas auch mit Diazo umsetzen kann. Und die Frage 2 ist, ob es schon gute Beispiele gibt für Plone. Also ich habe schon einige Skins gesehen auf Pipey, die sagen, dass sie responsive sind, aber gibt's da Tipps oder wirklich gute Referenzen? Also, die Frage ist ganz leicht. Also, Diazo ist erstmal ein Layer für mein Layout im Plone. Das heißt, wenn ich Diazo einsetze, bin ich absolut frei, weil ich setze meine Theme in Diazo responsive um und setze dann Diazo in Verbindung mit Plone zusammen, mit meinen Rules, und die Sachen ist erledigt. Da habe ich natürlich eine besondere Freiheit. Berührt im Prinzip auch das Thema gar nicht. Also mach meine Theme responsive und dann nutze ich Diazo. Ne? So funktioniert das. Zu Diazo gibt es sowieso auch einen Vortrag morgen oder Freitag von, ja, auf jeden Fall gibt es die Vorträge zu Diazo, die sind auch spannend. Tolle Technik für Design-Umsetzung im Plone. Die zweite Frage ist jetzt nur Plone. Also die Produkte, ich habe sie noch nicht probiert. Es gibt 2, glaube ich, schon Responsive-Themes, also die jetzt responsive machen, die gibt's. Ich habe die noch nicht ausprobiert, weil ich im Moment mit Diazo arbeite und komme damit klar. Und sonst sind zu viele Produkte, die man ranhängen muss. Fakt ist, dass Plone sowieso auf ein Grid-Layout basiert. Also Plone basiert schon mit einem prozentuellen Layout, wird schon so per Default ausgeliefert. Das heißt, ich habe eine gute Voraussetzung,
um das umzusetzen, weil dieses Grid, dieses Raster schon da ist. Was mir fehlt im Plur sind die Media Queries. Und das ist, was in diese Produkte mitgegeben wird, nichts anderes. Die kannst du aber auch selber schreiben. Also ob du jetzt wirklich auf ein Produkt, der responsive umsetzt, hat jetzt mit dem Design in dem Sinne nichts zu tun, meiner Erachtens nach. Also das heißt, ich muss nur in Plur meine Media Queries mitgeben, die noch nicht, aber die kannst du in jedem Theme für das Produkt noch mitliefern. Und dann auf diese Grid, was Plon schon per Default mitbringt, zugreifen. Okay, wenn es jetzt keine dringenden Fragen mehr gibt, um Viertel geht es, glaube ich, weiter mit Roman. Roman, bist du schon da? Sehr gut. Ja. Dann würde ich sagen, dringendere Fragen dann an ja, Andrea. Ja, irgendwann. Sprich mich direkt einfach an, jederzeit. Genau. Dankeschön. Ja, danke auch.